Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder eine Runde Wreckfest. Haben wir schon lange nicht mehr. Oder ich jedenfalls. Ihr vielleicht schon. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Aua. Schon das erste Teil kaputt hier. Versuche mich hier zu töten. So, ab und zu ein Schubser von hinten, da komme ich auch schneller. Wow, voran. War das knapp. Was, Vierter bin ich? Vierter ist schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, mich erwischt es. Nö. Nö, ich hab's überlebt. Super! Puh, MZ80, vierter Platz. Okay. Zum Halbfinale? Was, zum Halbfinale schon? Oder Qualifikation zum Halbfinale? Nee? Warte. So, das macht doch eine Menge aus, wenn du weiter vorne starten kannst. Ja, du musst jetzt nicht hier blöd tun. Ne, ich will nur durchkommen. Zu weit raus. Das kostet Plätze. Noch gegen die Bande. Oh, warte. Mach hier keinen Scheiß. Ich muss ins Finale kommen. Dritter Platz. Okay. Boah. War das knapp. Fast noch erwischt zum Schluss hier. Okay. Dritter Platz. Ich brauche die Punkte, um hier weiterzukommen, ne? Ja, so muss das gehen. Mist. Ah! Das kann nicht wahr sein. Im Finale mache ich so einen blöden Fehler, wie immer. 13. Oh, jetzt bin ich nach hinten durchgereicht. Meine Karre ist gleich mal kaputt. Oh. Jetzt hör auf da. Ja.
Das gibt's doch nicht. Immer zum Schluss passiert mir so ein Zeugs hier. So, komm schon, komm schon. Ach da. Oh, warte, warte, das wird eng. Ah, ich hab's geschafft. So, warte, ich muss hier rum. Du hast echt fast keine Chance, wenn... warte, das wird enge hier für mich. Warte, ich hab's. Ein Platz verloren. Läuft noch. Oh, komm mal weg hier. Oh, warte, die machen mich... Siebter. Mist. Das hätte so schön werden können. So, ich habe einen Motor bekommen, glaube ich. Glückwunsch, siebter Platz. Mann, das ist nicht gut. Erster wollte ich werden. Jetzt weiter. Sandpunktzahl. Glückwunsch, du hast die Meisterschaft abgeschlossen. Regionale. Jetzt kann ich das hier machen. Nationale Amateurs. Aha. So. Da fangen wir gleich mal an. Wo starten wir denn? Race. Genau, ich brauche aber noch ein anderes Fahrzeug. Ein Wagen. Wo ist denn hier mein schneller Wagen? Der wäre doch cool. Fahrzeug nicht zugelassen. Wieso nicht? Warte mal, welches ist denn hier? Das auch nicht zugelassen oder was? Fahrzeug nicht zugelassen. Oh, mein Kampfwagen. Wie viele Knete haben wir denn? Warte mal. Markt. Wir müssen mal auf den Markt. Mal jetzt freigeschalten. Das Ding. Können wir uns eigentlich kaufen? Und genügenden Kredit. Okay, es sieht schlecht aus irgendwie. Nicht zugelassen. Nicht zugelassen. Nicht zugelassen. Das ist jetzt wahrscheinlich Kategorie C. Ich muss mir einen C-Wagen kaufen. Aber ich weiß da nicht genau Bescheid. Ah. Doch alles Mistkarren hier. Und genügenden Kredit. So denn. Aha, ich habe 2600. Warte. Okay, ich muss mein... muss mein Wagen nehmen. Ja, das geht schon irgendwie. Oder nehmen wir den hier. Der war jetzt nicht so schlecht. Muss mal. Können wir den noch tunen? Nee. Lackieren. Ist auch eine schöne Lackierung irgendwo. Hm.
Design. Ah, da kommen wir die Sache schon näher. Farbe ist egal, Hauptsache schwarz. Okay. Das gefällt mir. So, kann ich das Ding jetzt noch irgendwie tunen? Upgrade. Aha, hier. Also, bauen wir mal einen größeren. Was, ich habe nicht so viel Kredit. Was ist denn hier los? Wir müssen irgendwas noch anbauen, damit die Karre stärker wird. Das haben wir schon drin, das ist neu. Okay. Das schützt uns schon mal. Hat es jetzt nicht gekauft. Ist ja nur für die Sicherheit, macht uns ein bisschen langsamer. Aber das kriegen wir vielleicht hin. Vielleicht sollten wir irgendwas machen, womit wir noch schneller werden. Wir könnten eigentlich uns einen Spoiler anbauen. Warte. So, ich gebe mal das ganze Geld aus. Luftfilter haben wir schon. Kühler. War schon das. Warte, das reicht. Das reicht noch. Gibt ein bisschen mehr Leistung. So. So, 2 PS mehr, jawohl. Oh, jetzt wird nämlich das Geld langsam alle. So. Noch 1 PS mehr. Jawohl. Gut, würde ich sagen. Da können wir eigentlich los. Event starten. Kein Problem. Ich weiß nicht genau, wie schnell der Wagen wirklich ist. Aber wir sind jetzt in der Kategorie, größeren Kategorie. Und fahren jetzt da nicht mehr in der Regionalliga, sondern in der Amateurliga. Und ich glaube, das wird. So, der Schwarte ist meiner. Aha, ich sehe schon. Ganz hinten muss ich wieder starten. So, wir halten uns erstmal aus allen raus. Und ziehen dann nachher vorbei. So, jetzt greifen wir ins Geschehen ein. Uah! Warte. So, 11. Platz. Oh, was ist denn hier los? Wir hatten hier die Kurve hingemacht. Bis jetzt hält der Wagen ganz gut durch. Der Lack ist auch noch in Ordnung. Das Schwarz glänzt noch. Ich glaube, den müssen wir heute Abend nicht waschen. So, geht mal aus dem Weg. Ich wollte hier beschleunigen. Oh, einer ist durch im Wald. Da ist er wieder. So, tut mir leid hier mit deiner Reiskarre. So, du fahr mal hier. Sorry. Ah, oh, jetzt ist er wieder da. Ja, er versucht es immer wieder. Ich habe mich an der Seite ein bisschen stärker gemacht. Hey. Och, da.
Oh, die Karre ist definitiv noch zu langsam. Was Sieg. Ich bin noch ganz hinten. Wartet doch mal auf mich. Fahrt doch nicht so schnell hier. Fünfzehnter von 16, das ist nicht so gut. Ist immer richtig langsam, die Karre. Ich habe zu viel Stahl angebaut. Okay. Ja, das gibt auf jeden Fall Geld. Wenn wir Geld haben, können wir uns auch wieder ein bisschen bessere Tuning-Sachen kaufen. Und ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen was an den Stoßdämpfern machen oder so, damit wir da ordentlich vorankommen. Aber es fetzt. Also ich bin schon mal aus der Regionalliga raus. Das hat aber auch gedauert. Okay, ich spiele es auch nicht so oft, muss ich sagen. Übersetzung machen wir ein bisschen kürzer und Differential. Wir versuchen es mal so. So, jetzt müssen wir da mal richtig durch hier. Man macht keinen Blödsinn. Muss hier lang. So, kurze Zeit erster bis zur nächsten Kurve. Er ist hinter mir. Jetzt habe ich da geschaut, wer hinter mir ist. Jetzt mache ich da wieder so einen fatalen Fehler. Dritter noch. Der vierte ist schon hinter mir. Flick mir am Arsch. So. Oh. Nochmal gefangen. Das war knapp. Der hat mir doch voll einen mitgegeben. Jetzt macht er das schon wieder. Keine Rücksicht hier. Ich bin doch der Neuling. So, machen wir das auch mal so. Ist da ein bisschen Respekt verschaffen. Schon wieder so einer. Boah. Das ist was anderes wie Formel 1. Hier hast du so viele verschiedene Untergründe hier. Asphalt, Schlamm, Sand. Letzte Runde. Konzentration, zu weit aus der Kurve raus, konnten den Schwung nicht mitnehmen, jetzt schauen, damit wir hier oben gut rumkommen, ganz schlecht, Karre fast abgewürgt, hinten werde ich schon wieder attackiert, dritter Platz, kann ich den dritten Platz verteidigen oder kommt wieder zum Schluss? Ein kleiner Fahrfehler und ich werde nach hinten durchgereicht. Puh.
Das ist schon mal besser wie zum Anfang. So, wenn wir da auch einen vernünftigen Startplatz das nächste Mal bekommen. Ah, siehst du, haben wir da schon wieder einen Rammbügel bekommen. Die haben gesehen, ich werde da ordentlich gerammt. Ich brauche auch so einen Bügel. Kriege ich gleich mal einen Rammbügel in den Verkaufsstelle hier. So, weiter geht's. Oh, enge Kurven. Aber jetzt hat schon ein bisschen was ausgemacht. Habe ich noch das Auto verstellt. Und Federung, Differential und die Gänge, kurz oder lange Gänge, macht schon ein bisschen was aus, haben wir. So, ich glaube, wir lassen die Einstellung mal so. Ich würde sagen, mal Vollgas rein, den Schwung ein bisschen ins Vorderfeld bringen hier. Oh, macht keinen Blödsinn. Irgendwie ganz andere Strecken, die fahre ich auch zum ersten Mal hier. Da bin ich die schon mal gefahren, ich gucke mir das neu vor. Komm mal weg hier. Ganz neues Terrain. So, auf der Geraden fehlt mir ein bisschen der lange Gang, aber in den Kurven kann ich natürlich ja rausbeschleunigen. Ah, ich sehe ja, jetzt kommen sie von hinten. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich mal ordentlich verkackt hier. Fünfter. Nächste Kurve. Dritter. Vierter. So, der Kleine da schon wieder. Vielleicht hätte ich mich auch lieber für einen Kleinwagen begeistern sollen. Wow. Aber der fliegt ja hier auch nicht schlecht über der Strecke. So, wir machen mal hier ordentlichen Drift um die Kurve rum. Hier nochmal. Und ja, da fehlt mir dann doch irgendwo ein bisschen die Power. Das müssen wir alles mit gutem Fahren wieder wegmachen. Das ist nicht so einfach, wenn du hinter dir schon so ein V8 schreien hörst, der dich hier in deinen Ansaugstutzen reinziehen will. Da ist er schon. Ist gar kein V8. Glaube ich. ...120 Kilometer los die Stunde. Da habe ich so ein bisschen Mühe mit der Kurve, mit der hier eigentlich auch. Ich stehe aber auch da gefährlich auf der Ecke. Ich komme auch nicht ran. Bin einfach zu langsam noch. Aber nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Gut gefahren. Ich glaube, ein Rennen machen wir noch. Und dann reicht es erstmal. Wie viel haben wir denn noch? Eins. Jawohl. Gut, das passt ja richtig gut. Das ist aber eine richtig
harte Kurve da drin, das ist ja 190, 180 Grad Kurve. 90 Grad Kurve wollte ich sagen. Nee, 180 Grad Kurve. Oh, warte, kommt die. Das. So. Obwohl, bei der Kurve müsste ich natürlich wieder rausbeschleunigen, aber wir machen das jetzt mal so. Bist du übel? Oh, das hat der. Nein. Hat das gesehen? Er hat gewartet, bis ich wirklich davor bin, keine Chance mehr habe, da auszuweichen. Oh. Das Problem ist, mein Auto ist so langsam, ich kann mir nicht mal rächen, weil ich wahrscheinlich da gar nicht rankomme. So, aber vielleicht können wir noch ein paar zerstören. Oh, hier ist, glaube ich. Ja, siehst du? Mann, seid ihr irre oder was? Wieso machen die das? Ich weiß, ich bin langsam. Ich habe nicht so viel Geld wie ihr. Könnt ihr da so mal fetten Motoren reinbauen? Aber ich komme nicht mal ran da an den. Ich kann mich nicht rankämpfen. Letzte Runde. Super. So. Kommt der näher hier? Meine Güte. Oh, der hängt mir voll am Arsch. Dreizehnter. Das ist auch schlecht. Was haben wir denn? Gesamter Platz. 13. Okay, das war's erstmal. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 9. Platz. Alles klar. Bis denn dann. Ciao, ciao.